Aber ich habe ein paar neue Sachen für Alma gekauft. Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gleich unterwegs und zwar freue ich mich auf ein richtig cooles Projekt. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen, aber es ist ein Projekt hier direkt in der Umgebung. Ich glaube nächste Woche, ja. Da gibt es auch was richtig Cooles zu gewinnen. Was ist los? Stehst du schon wieder in Scheiße? Ich verliere Erde, deswegen kann ich jetzt nicht reingehen. Und was brauchst du? Ich wollte die Einkaufskiste mitnehmen. Ja, verdammt viel Erde. Tschüss. Tschüss. Ja, auf jeden Fall berichte ich einfach nächste Woche nochmal mehr. Es ist ein cooles Projekt, wo es auch was zu gewinnen gibt. Ja, seid gespannt. Eigentlich hasse ich das immer so ein bisschen so, ah ja, ich mache jetzt ein cooles Projekt, kann euch aber noch nicht sagen, was. Aber so ist es halt. Also, weil das machen wir halt jetzt und dann kann ich ja einfach, ich darf halt noch nicht mehr sagen. Ja. Danke. Wir sind nämlich nach Reutlingen gefahren, weil es hier bei uns in der Nähe bald etwas sehr Cooles geben wird. Und Alex darf am Donnerstag mehr darüber erzählen auf Instagram und hat deswegen jetzt hier schon mal so ein paar Eindrücke bekommen können und eine Führung gekriegt und so weiter. Und ich finde das richtig cool. Also keine Ahnung, ob ihr im Hintergrund ein bisschen was erkennen könnt. Aber es hat was mit Handwerken zu tun und so weiter. Und ich finde, das ist eine längst überfällige Idee. Und ich glaube, erst noch so am Fotos machen und so weiter, beziehungsweise noch am so ein paar Snippets filmen. Dann machen wir noch ein Foto und dann gehen wir, glaube ich, wieder. Das war zum Beispiel ein Gerät, was ich sehr, sehr cool finde. Ich habe nämlich mal, als ich noch viel, viel jünger war, einen Nähkurs gemacht. Und da gab es eben auch so eine Maschine, um die Ränder schön zu vernähen. Und wenn man sowas hat, das ist natürlich schon, ist schon sehr deluxe. Ich habe keine Ahnung, wie man es bedient. Ich schätze mal, dass man 4 Spulen irgendwie braucht und das dann alles da einfädelt. Und das macht dann daraus diesen Rand. Ja, und wenn ich zu Hause was umnähe, dann einfach kreuzschicht, zickzack am Rand entlang. Ja, das ist natürlich schon um einiges cooler. Vielleicht könnt ihr euch auch schon denken, was hier passiert. Und ansonsten würde ich euch empfehlen, auf Instagram bei Alex mal vorbei zu lunzen. Wir sind jetzt gerade hier noch im Baumarkt und gucken nach Pflanzen. Und die ist richtig schön. Die hatten wir letztes Mal schon im Visier. War aber nicht ganz gesund. Jetzt sieht sie auf jeden Fall gut aus eigentlich. Wollen wir eigentlich schon verlangen, so eine Strelitzia. Oder willst du wieder so eine Verlobungspflanze hier? Die ist einfach jetzt schon wieder halt kaputt. Ich muss hier gerade das Licht anmachen, weil es dunkel ist. Es ist einfach 7:15. Ja, wir sind fantastische Vlogger. Ich habe gerade nachgucken müssen, was der letzte Clip war. Hier steht die Blume, die wir gerade geholt haben. Ist doch schön. Blume, was rede ich? Strelitzie. Also Pflanze, keine Blume. Also nochmal von hier. Finde ich, macht sich prima. Übrigens habe ich gehört, dass die Pflanze sehr viel Licht braucht, hat mir jemand auf Instagram geschrieben. Aber auf dem Schildchen steht nur halb. Ah, okay. Ja gut, und das also ist ja, also hier durch die Fenster kriegt sie eh genug Licht. So, wir sollten jetzt mal ein bisschen sputen. Licht aus. Warum müssen wir uns sputen? Wir sind eingeladen zum Essen von Caro und ihrem Freund. Und das wollen wir schon ganz, ganz lange machen, also Fit by Caro Caro, mit der ich auch öfter schon trainiert habe und so. Und ich weiß nicht, was das immer ist bei uns, gell? Also eigentlich sind wir nicht jetzt immer mega zu spät, aber wir gehören auf jeden Fall auch nicht zu den Leuten, die zu früh sind. Wir sind immer so mit den akademischen 5 Minuten unterwegs. 15 sagt man eigentlich, gell? Mhm, bei uns sind es 5. Ja. Also ich war schon angezogen. Ja, das ist aber auch ein Wunder. Das ist nicht immer so, dass immer ich zu spät bin. Ganz oft machst du dann auch so, wenn ich sage, wir sollten jetzt eigentlich gehen. Ja, ich gehe noch duschen oder sowas. Nicht ganz so arg, aber ähnlich. Jetzt ist auch nicht leugnen. So, aber ich hab's gleich. Ich muss nur noch diesen Schuh schnüren. Hast du ja auch die schnellsten Schuhe ausgesucht, auf jeden Fall. Ich weiß, das sind die schönsten. Die sind ein bisschen dreckig, gell? Ich habe sie übrigens sauber gemacht, es ist keine Erde mehr unten drin. Sehr gut. Man erkennt schlecht, das Restaurant heißt aber Afrika. Bar und Lounge. Warst du ein Skandal? Nee, ist ein Skandal, dass ich hier noch nie war. Aber in Tübingen war hier früher immer Public Viewing beim Fußball und sowas. Ja, ich brauche mein Messchen bitte. Ja, das klingt wie du kannst gewesen.
Mäuschen. Hallo. Psst, 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 psst. Hallo. Psst, psst, psst. Uiuiui, ganz schön forsch. Oh. Das Essen war super, super köstlich gestern Abend. Also da müssen wir auf jeden Fall mal wieder hingehen. Es ist eritreisches Essen gewesen. Haben wir davor beide noch nie gegessen. War sehr cool und man isst es komplett mit den Händen. Haben wir auch gemacht. Fand ich voll gut. Also man isst es, wie heißt dieser Abpfannkuchen? Injera nennt sich das. Und das kriegst du ein so ein Ding und da sind dann so Toppings drauf, je nachdem, was du halt bestellt hast. Und dann wurde in die Mitte noch so ein Korb gestellt und da waren dann noch mehr von diesen Injeras drin, also so Pfannkuchenmäßige Dinger. Gerollt. Und da reißt man sich immer so ein Stückchen von ab. Also man hat dieses Teil so in der linken Hand, reißt sich mit der rechten davon was ab und schnappt dann mit diesem Pfannkuchenstück so die Toppings, die da so auf dem Teller sind. Und dann stopft man sich das einfach in den Mund. Und dann am Ende ist das restliche Injera, was da noch unten drunter ist, so ein bisschen soggy aufgeweicht. Und das isst man dann halt irgendwie so. Und Karos Freund hatte so fast keine schmutzigen Finger und meine Hand war so getrieft in Öl. Das ja. Glaube ich, da musst du so richtig die richtige kommen, Technik, wie mit, wenn du mit Stäbchen isst, da ist am Anfang auch eher mess und dann wird's besser. Aber ach, richtig sehr gut. Zu empfehlen. Ja, große Empfehlung in Tübingen. Ich mache uns heute wieder das besondere Frühstück und zwar brate ich mir die Nüsse in Kokosfett in der Pfanne an, tue zwar manche Bananen dazu, brate es ein bisschen weiter an, dann kommen die Haferflocken dazu, mit Milch ablöschen und dann gibt es ein richtig leckeres Porridge. Ist der Plan. Letztes Mal hat es richtig geil geschmeckt. Vale hat mir den Tipp gegeben, dass es lecker ist, dass es sein Go-To-Frühstück ist. So mache ich das jetzt auch mal. Und ich muss sagen, so der neue Essensrhythmus ist ganz cool. Also erstmal was arbeiten irgendwie, so von 8 bis 10, dann frühstücken und dann geht's weiter. Schaut mal, wie lecker das aussieht. Ich habe dieses Mal noch Mangostückchen klein geschnitten, also getrocknete Mango. Mega. Wie fandest du meine Kreation? Wie immer, wenn du was machst. Na, sehr gut. Das manchmal, mit den Nüssen ist geil, gell? Ist Hammer. Wenn die angebraten sind. Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Dass ich manchmal Angst vor deinem Müsli habe. Ja, das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Und manchmal habe ich auch Angst vor Alex Porridge, aber heute war es ein sehr, sehr leckeres Porridge. Gut. Ich habe nie Angst davor, weil es nicht schmeckt. Sondern weil die Portionen, die du machst, nicht von dieser Welt sind. Und ich dann einfach nicht mehr kann. Und es dann aber auch nicht wegtun will. Was ist denn da draußen schon wieder los? Mimi! Es ist so spielbedürftig. Hast du das gemacht? Ja, grunzend. Ich werde jetzt eine Holzbaufirma anrufen und zwar habe ich hier auf Instagram gefunden. Ich nutze Instagram tatsächlich auch, um irgendwie Firmen zu finden. Und zwar wollte ich anrufen wegen Aufstockung und sowas. Habe ich nachgefragt, anscheinend machen die auch sowas. Und der hat gemeint, ich soll einfach mal anrufen. Dann können wir mal drüber quatschen. Irgendwie jetzt zeitlich habe ich es noch nicht geschafft. Jetzt passt's. Besetzt. Mutzo, was machst denn du? So, sichere ich mir aber mal die Nummer. Mutzo, wie süß bist du? So, testen wir nochmal. Ah, perfekt. Wir hatten mal auf Instagram geschrieben. Okay, ja dann, sonst wenn es nicht passt, dann telefonieren wir einfach mal anders. Perfekt, bis dann. Ciao. So, dann warte ich auf den Rückruf. Ich bin gerade noch im Baumarkt gefahren, weil ich möchte einen Tisch bauen. Und zwar habe ich hier Gestänge. Ich möchte auch die Tischfüße bauen. Der Plan ist irgendwie, dass ich so runde Füße habe und vielleicht mit so kleinen so Abstrebungen irgendwie mache. Und als Tischplatte habe ich mir gedacht, nehme ich doch einfach zwei so Douglasienhölzer mit Rinde noch. Sieht bestimmt cool aus irgendwie. Die Sachen für den Tisch habe ich jetzt erstmal noch da gelassen. Ich bespreche das natürlich erstmal mit Marie, weil vor kurzem hat, glaube ich, auch irgendjemand gefragt, ob wir die Sachen eigentlich immer untereinander besprechen oder ob ich einfach so baue und Marie da mir vertraut. Also ich glaube schon, dass sie mir da vertrauen würde. Aber ich will das natürlich immer mit ihr alles besprechen, weil ist ja unser beider Zuhause nicht nur meins. Und selbst wenn es nur mein Zuhause wäre, würde ich trotzdem gerne immer auch irgendwie Maries Meinung wissen. Ich lege da sehr viel Wert drauf und ja, deshalb bespreche ich das erstmal mit Marie und dann
besprechen wir zusammen immer die Projekte und einigen uns da immer auf irgendwas Cooles. Aber ich muss ehrlich sagen, meistens ist Marie immer so, ja, findet sie toll, macht genau so. Also von dem her, es ist nie so, dass wir irgendwie da groß Schwierigkeiten haben. Schatz, ich muss dir mal was zeigen. Und zwar habe ich vorhin beim Baumarkt dieses Holz hier gesehen. Ja. Und daraus den Tisch irgendwie bauen. Und das cuttet man dann hier so ab und cuttet hier so ab und die Rinde kommt auch weg, aber das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und als Gestänge so ganz dünne runde Stangen in schwarz lackiert. Und das würde ich dann unten so wie so ein Eiermann-Gestell ein bisschen. Also so, so und dazwischen immer noch eine und so. Das ist die Frage. Oder nur einen in der Ecke jeweils und dann gehen zwei dünne Streben nach oben immer von jedem. Kannst also an, dir vorstellen? An den kurzen Seiten. Ja, genau. Oder wo? Ja, genau. Ja, nicht an den langen, oder? Ja, beides. Wenn in der Ecke jeweils ein Fuß steht, 1, 2, 3, 4, so, da stehen die Rundfüße, ja? Und dann könnte man entweder sagen, okay, man macht so ringsrum oder nur so und in der Mitte, so, Standardfuß, so und so. Ja. Oder man nimmt so ganz kleine, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das umsetzen kann, man nimmt so noch dünnere, die dann hier jeweils hingehen. Ah, und hier und hier, dass die... Ich glaube, die müssen noch mal ein bisschen supportet werden. Was ich mir gedacht habe, wenn man diese Rundstangen nimmt, könnte ich die auch durchbohren durch den Tisch. Mhm. Und dann würde man oben wieder das Metall sehen. Und das könnte man so schön abschleifen. Dann sieht man Holz, Metall, und Holz, dann fällt so irgendwas rein. Nee, das könnte man ja wieder zumachen. Wie willst du zumachen? Auch wieder ein Holz reinklopfen oder so. Oder halt nicht, sondern man hat oben eine geschlossene Fläche. Ist vielleicht auch schön. Ich glaube, ich finde oben eine geschlossene Fläche gut. Also das Holz sieht schön aus. War das eben oder war das wellig? Nee, das war eben, komplett eben. Okay. Das ist abgerichtet. Das ist wie das Holz, was wir an dem Seitenteil haben. Im Sofa. Ah. Das ist das gleiche Holz, ja. Ah ja, cool. Gut, ja, den könnte ich dann dunkler machen, vielleicht sogar ein bisschen dunkler lasieren. Mhm. Und dann ein schwarzes, dünnes Gestell selber machen. Mhm. Gut? Gut. Okay, sehr gut. Seht ihr? Wir werden uns immer sehr schnell einig. Feierabend. Ich habe den Tag fast ausschließlich damit verbracht, dieses Video, diesen PolitikerInnen-Talk und das Interview sozusagen zu schneiden. Das ist einfach so mega aufwendig. Und das, ich glaube, das Video wird halt irgendwie eine Stunde lang oder so. Und wenn ich nichts rausschneiden will, dann muss es halt auch so lang bleiben. Ist das gut? Ja, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Und dann ein Thema, zu dem ich auch gerne mal eure Meinung hätte. Und zwar wurde an unterschiedlichen Punkten in dem Interview im Prinzip als Antwort gesagt, dass die Konsumenten und Konsumentinnen so in der Verantwortung da selber sind, nach Informationen zu verlangen, beziehungsweise bewusste Entscheidungen zu treffen. Und die kann man ja nur treffen, wenn man Hintergrundwissen hat, weil man da selber Recherche betrieben hat oder sowas. Und ich finde aber halt, das ist so ein bisschen eine bequeme Aussage, wenn man sagt, ja, das ist alles nicht unsere Verantwortung, Politik seitens oder von Konzernen aus oder so, sondern das müssen die KonsumentInnen selber entscheiden. Ich finde, wir sind so an einem Punkt, was ist das überhaupt hier, das sieht aus, hätte ich gestochen, Mann, das hat sich wieder einfach mal gebildet. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das halt, glaube ich, nicht mehr ausreicht. Und es gibt halt auch einfach viel zu viele Menschen, die da kein Interesse dran haben oder keine Nerven für haben, sich immer bei allem zu informieren. Und ja, weiß ich nicht, würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Findet ihr, dass es nur an uns und unseren Kaufentscheidungen liegt? Also wie man dann einen Unterschied machen kann, das ist so schwierig, finde ich, mir diese Themen in Sätze zu verpacken, beziehungsweise meine Gedanken. Finde ich manchmal, an manchen Tagen fällt es mir schwer, meine Gedanken in Sätze zu formulieren. Also findet ihr, dass die Hauptverantwortung bei uns als Verbrauchern und Verbraucherinnen liegt, uns zu informieren und gewisse Informationen zu verlangen? Oder würdet ihr es begrüßen, wenn es staatliche Siegel gäbe oder, keine Ahnung, staatliche Regulierungen, die einfach vorgeben, so und so, die und die Info, die muss gegeben sein, damit man einfach ganz transparent Kaufentscheidungen fällen kann? Weil ich persönlich finde es echt schwierig. Also dadurch, dass ja auch mit meinem Job eine gewisse Verantwortung kommt,
gucke ich schon, gerade so bei Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, recherchiere ich natürlich ganz, ganz viel und lese mir ganz, ganz viel durch und so weiter. Aber wenn ich jetzt so spontane, oder nicht spontane, aber so private Käufe von, keine Ahnung, ich gehe in den Supermarkt und ich kaufe halt ein Öl, ein Olivenöl zum Beispiel, dann gucke ich jetzt nicht auch noch vorher, welches wurde jetzt am nachhaltigsten oder am fairsten produziert oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und da finde ich, kann man doch nicht einfach nur verlangen, dass die Konsumenten und Konsumentinnen diese Entscheidungen treffen müssen, sondern ich finde, da braucht es halt irgendwie noch mehr. Ja, das war also ein Aspekt, über den wir halt in diesem Talk da gesprochen haben. Und ich bin sehr gespannt auf die Kommentare unterm Video, wenn ich es dann hochgeladen habe. Ich hoffe, der Plan ist, dass es am Sonntag online kommt. Aber ich habe noch einiges vor mir, was den Schnitt angeht. Und hallo aus dem Camper. Ach, wo stelle ich euch denn ab da? Das ist alles noch nicht so optimal hier gerade, weil ich nichts habe zum Draufstellen. Aber ich habe ein paar neue Sachen für Alma gekauft. Und zwar einmal so eine Spülmatte, die man... Ah, okay, ja, Alex meinte, oh, die ist aber groß. Also, weil der Plan ist halt eigentlich, die hier hinzulegen, wenn man abspült, damit man... Ja gut, aber es geht schon. Damit man alles, was man hier aus der Spüle rausholt, da draufstellen kann. Damit das eben nicht hier alles überall rumsuppelt. Und es dann noch ein bisschen abtropfen kann, bevor man es dann eben... Ja, ich muss euch keine Spülmatte erklären. Bevor man es dann mit dem Geschirrhandtuch abtrocknet. Weil meistens ist es doch so, dass man halt nicht 300.000... Geschirrtücher dabei hat, und wenn man das alles schon draufstellt, dann sind die halt natürlich schon nass, und dann muss man immer gucken, wie gut das alles trocknet und so. Ja, zum Beispiel kann man es auch so falten. Aber das soll eh nicht liegen bleiben, sondern wenn es getrocknet ist, also dadurch, dass es so Mikrofaser ist, geht es eben ein bisschen schneller. Ja, dann wird das auch wieder weggeräumt. Dann haben wir außerdem ein bisschen Snackvorrat. Das darf immer nicht fehlen im Camper. Dann habe ich euch ja gezeigt, dass ich so Toilettenmittel bestellt habe. Hier irgendwie so umweltfreundliche Tabs, die kommen unten in die Klokassette. Da bewahren wir das, glaube ich, auf oder so. Muss mal gucken, ob da Platz ist. Und dann habe ich uns einen Mülleimer bestellt. Weil das ist tatsächlich so das Problem, wo kommt der Müll hin? Und ich habe das Teil hier gefunden und bin ziemlich begeistert davon. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir es hinhängen. Aber man hängt es so, ich zeige euch das, in die Schranktüren ein. Also einfach so von oben. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass der Schrank noch zu wird. Tada! Und jetzt hängt das Ding da. Und dann kann man das halt auch so hin und her schieben oder so. Vielleicht hängt es auch da. Ist auch eine gute Idee. Weil aus diesem Bett, ja, da hat man genug Platz, um rauszuziehen. Ah, ich glaube, da hängt es sogar noch besser. Ist doch optimal. Das ist überhaupt nicht im Weg, dadurch, dass die Matratze eh so übersteht. Ist es kein Problem. Die Badtür, die stoppt eh hier. Das heißt, da ist es, glaube ich, ziemlich gut aufgehoben. Und dann spannt man halt einfach natürlich eine Tüte rein. Oder auch nicht, je nachdem, was für oder wo man den Müll entsorgen kann. Und dann kann das da rein. Ich bin begeistert, finde ich richtig gut. Einmal noch schnell durchgesaugt und die Wohnung hier oben ein bisschen aufgeräumt. Wir bekommen jetzt noch Besuch von Freunden zum Abendessen. Und die waren noch nicht hier, seit wir hier wohnen. Und dann ist natürlich immer so Pressure. Nein, überhaupt nicht. Aber dann möchte man natürlich, dass nicht die Wäsche überall rumliegt und so. Das war nämlich der Fall. Im Bad sah es tragisch aus. Ich kann euch mal ein Avocado-Update geben. Was ist das für eine traurige Situation? Oh, Alex' Papa ist bestimmt enttäuscht von uns. Aber guck mal, ganz da oben, da ist noch so ein Lonely Survivor, der vielleicht nochmal kommen möchte. Ich habe die Blätter jetzt nämlich alle entfernt. Guck mal, da kommt auch noch was. Denn die waren einfach alle braun. Also ich habe die so leicht berührt, dann sind die abgefallen. Und auf Instagram haben mir viele geschrieben, gib die Hoffnung nicht auf, das ist bei meiner Avocado auch passiert. Und dann hat sie sich plötzlich wieder berappelt und ist wieder zum Leben auferstanden. Also die hat nämlich einen sehr stabilen Stamm bekommen. Deswegen lasse ich sie hier einfach mal ihr Stockleben genießen. Ich habe mich für unsere Gäste extra schick gemacht und eine Jogginghose angezogen. Ich hatte ja das Kleid an und mit Strumpfhose, und das war mir jetzt einfach zu ungemütlich. Ansonsten werde ich mich die nächsten Tage dran machen und mich endlich um unsere Monstera kümmern. Das Nebenöl ist jetzt nämlich angekommen. Ja, also habe ich das im Vlog erzählt oder auf Instagram? Gott, ich bin immer so verwirrt, wo ich jetzt was erzählt habe. Also auf jeden Fall hat sie Tripse,
Und ich habe sie schon mal mit Seifenlauge abgewaschen. Und jetzt werde ich sie aber nochmal richtig behandeln. Und dann kommt sie ins Bad. Dort wird sie in Quarantäne stehen. Hier ist sie tatsächlich auch relativ isoliert. Also, ja, bitte nicht erzählen. Ich weiß, dass sich die Tripse dann auch sonst verschleppen können und sowas. Aber sie sind hier. Und deswegen alles gut. Ja, aber dann muss sie mal abgeduscht und behandelt werden und so. Und dann hoffen wir, dass das sich dann auch wieder erledigt hat. Ich stehe hier mit Kirschkernkissen am Schreibtisch. Ist richtig gemütlich, als würde ich jemanden umarmen. Weil ja niemand da ist, den ich umarmen kann. Oh, ich komme. Ja. So, wir sind am Ende des Vlogs. Warum wackelst du denn so? Weil ich auf etwas stehe. Huch, stopp. Oh, Adieu. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Macht's gut. Ja. Schönen Tag, gute Abend, Nacht. Tschüss.